Ich grüße euch. Mein Name ist Drunken und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Hardcore Drunken's Tryhard auf skillymoon.de. In dem Let's Play möchte ich so ein bisschen über Hardcore an sich sprechen, warum ich Hardcore besser finde als Softcore. Und zusätzlich ein paar Rifts machen, Fragen zu beantworten, durch Talente gehen. Und damit es noch ein bisschen witziger wird, könnt ihr alle am Bildschirmrand mein Gesicht sehen, um dann auch meinen Gesichtsausdruck im Moment des Todes oder in schwierigen Momenten zu sehen. Warum halte ich Hardcore für die bessere Spielvariante? Es ist so, dass man nach meinem Empfinden in Diablo zu viele Skills oder auch Attribute vernachlässigt, weil sie einem keinen Vorteil bringen, weil sie nicht mehr Damage machen. Das ist in Hardcore anders. In Hardcore wird das Überleben natürlich auch groß geschrieben, weil man, wie gesagt, nur ein Leben hat, bevor man völlig raus ist. Nur mal so als Beispiel, habe hier das Talent Near-Death Experience. Wenn man stirbt, dass man anstatt dass man stirbt, auf 35% des Lebens gesetzt wird und 35% des Spirits. Und das Ganze hat 60 Sekunden Cooldown. Wenn die Nahtoderfahrung, also Near-Death Experience, auf Cooldown ist, dann erhält man zusätzlich Life per Hit, Life per Second und ein Health Globe Bonus von 35%. Das ist ein Talent, das nicht viele im Softcore drin haben, weil man im Softcore normalerweise ja jetzt nicht so, das ist nicht so schlimm, wenn man stirbt. Genauso wie die Rune Einschüchterung bei der Mantra von Mantra of Conviction. Das hat man jetzt im Regelfall auch nicht so oft drin. Die Einschüchterungsrune macht es, dass alle Gegner, die vom Mantra beeinflusst werden, zusätzlich 15% weniger Schaden machen. Das ist huge, aber normalerweise wird sowas wie Overawe benutzt für 16%, noch 16% erhöhten Schaden oder sowas wie Annihilation für die Bewegungsgeschwindigkeit. Und 15% weniger so gut wie gar nicht. Desert Shroud, Epiphany Desert Shroud ist ebenfalls ein Skill, der wird relativ selten verwendet. Der einfach dafür sorgt, dass man während Epiphany 50% weniger Schaden nimmt. Normalerweise wird hier Inner Fire gespielt, damit man da wieder den Schaden maximiert. Exploding Palm Strong Spirit habe ich jetzt hier mit drin. Das macht jetzt erstmal noch nichts, was defensiv ist. Und Dashing Strike the Fallen Star ist auch eigentlich relativ normal. Dashing Strike ist eine Fähigkeit, die ich in jedem Monk-Spec drin habe. Eigentlich aus Gründen dessen, dass ich Hardcore spiele. Weil es immer ein guter Weg ist, um aus irgendwelchen Sachen rauszukommen. Deadly Reach Keen Eye hat auch hier, benutze ich die Rune Keen Eye, die jedem dritten Schlag die Rüstung um 40% erhöht für 3 Sekunden. Das ist allerdings, benutze ich die hauptsächlich, weil sie Feuerschaden macht. Aber auch da wäre es so, dass man zum Beispiel Crippling Wave Mängel nehmen könnte für maximalen Schaden. Oder was gibt es denn noch an Fire? Blazing Fists für 5% mehr Attack Speed und Movement Speed. Da habe ich mich halt für Keen Eye entschieden, weil es auch defensiv ist. Ich spiele momentan generell Fire. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich einen Cinder Code gefunden habe. Ich spiele ohne den Cyclone Strike, weil ich ein S of Johann gefunden habe. Aber auch generell bei den Items ist immer noch mal ein größerer Survival-Aspekt als bei Softcore. Also ich habe auf allen Items eigentlich zum Beispiel Wit drauf, bis auf den Stone of Jordan, den ich gefunden habe, weil ich da Feuer drauf rerollen musste. Da habe ich Rüstung drauf.
Und auf den Waffen auch nicht, weil man da natürlich einen Sockel braucht. Aber ansonsten habe ich wirklich überall Vitality. Hier wollte ich eigentlich drei Sockets draufrollen, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber auf allen Vitality, Armor, Prozent Life und so, das ist halt alles relativ wichtig. Mein Hardcore-Charakter hat momentan 495.588 Leben, was mehr ist als mein Softcore-Charakter und ich spiele nur Tor mit 1. Von daher, ja, kann man das schon so sehen, dass das macht das Ganze halt ein bisschen kompletter für mich. Dass bestimmte Stats auf bestimmten Items, wie zum Beispiel normalerweise auf Ringen, will man nur offensive Stats haben, im Softcore, die werden normalerweise, wird das relativ schnell vernachlässigt. Und auf Hardcore ist das halt nicht so, da ist, steckt noch eine viel größere Überlegung dahinter. Ja, dann wollen wir mal ein Rift spielen. Wenn ihr Fragen habt zu Hardcore, könnt ihr die gerne unten in den Comments stellen. Ich beantworte die dann oder ich versuche die zu beantworten. Generell ist bei Hardcore so, dass es auch nicht um die absolut schnellste Clear-Rate geht, sondern natürlich hauptsächlich ums Überleben. Und auch das macht es für mich ein bisschen interessanter, insbesondere wenn man versucht, auf neuen Schwierigkeitsgraden zu spielen. Der Monk hat jetzt momentan 420.000 Schaden und 6 Millionen Toughness. Das ist gerade so für Tor mit 1 geeignet. Und das ist natürlich bei Hardcore immer so eine Sache. Gerade so geeignet heißt im Prinzip bei Hardcore, es wird schon manchmal brenzlig. Das kommt natürlich dann auch auf die Mob-Kombination an, insbesondere bei, wenn man Rifts spielt. Generell, wenn ihr noch nicht so richtig wisst, was ihr spielen solltet, solltet ihr auf jeden Fall Talente wie, also als Monk, wie Near Death Experience oder als Witch Doctor hat er ein ähnliches Talent. Ich glaube, Spirit Vessel heißt es. So Talente, die einen Tod verhindern, sollte man mitnehmen, wenn man eine neue Schwierigkeit ausprobiert in Hardcore. Near Death Experience ist auch bei mir schon zweimal gebrockt. Also von daher, es ist nicht so, als ob das ein verschwendetes Talent ist. Es ist natürlich, wenn einem nichts passiert und wenn man richtig spielt, kann man natürlich den Eindruck gewinnen, dieses Talent brauche ich nicht und dann kann man es auch ersetzen. Aber man kann natürlich auch mehrere Skills nehmen, die defensive Aspekte haben. Einfach um entsprechend sicherer zu sein. Ich habe momentan nur Desert Shroud, beziehungsweise ich habe eigentlich relativ viel mit defensiven Aspekten, aber ich habe zum Beispiel nicht sowas wie Serenity, was eine 3-Sekunden-Immunität bringt und sowas, also die Hardcore-Immunitäts-Spells und sowas habe ich momentan nicht drin. Werde ich vielleicht mit reinnehmen in der Zukunft. Generell ist es so, dass ich in der Zukunft auch Feuer nicht mehr spielen möchte, weil Feuer mir persönlich für Hardcore ein bisschen zu sehr auf reine Offensive ausgelegt ist in den meisten Fällen, sondern ich möchte später Lightning spielen. Die große Herausforderung wird sein, dass ich sehr gerne nur mit Monk-spezifischen Items spiele. Das heißt, normalerweise würde ich ein Thunder Fury, wenn ich es habe, nicht verwenden. Aber das werden wir später sehen. Also deswegen habe ich mich eigentlich für die Idealbesetzung entschieden mit der Fist Weapon One Kim Lao, weil die Lightning Damage macht. Und in Hardcore ist es auch so, dass man, obwohl man es vielleicht nicht muss, also auch als Nicht-Crusader mit einem Schild spielt, weil einfach die Toughness einen anderen Wert hat bei Hardcore. Also man kennt das vielleicht irgendwie, wenn man ein Item findet, das verringert die Toughness um, sage ich mal, 5 bis 10% und erhöht dafür den Schaden um 3%, dann stellt sich die Frage nicht in Softcore. Dann nimmt man normalerweise das, was mehr Damage macht. Das ist halt bei Hardcore nicht so, da muss man halt genauer überlegen.
Das macht's für mich einfach zu dem kompletteren Spiel. So, jetzt habe ich die erste Ebene gemacht und werde mal die erste Aufnahme beenden. Bis zum nächsten Mal.